Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Tribulus Big Pack. Immer noch mit dabei der Crazy. Hallo. Und der Tagun, der abgehauen ist. Da hat er was zu erledigen. Ja. Ja, Tagun wird wahrscheinlich gleich mal dazustoßen. Aber jetzt ist er erstmal was für die Leberton, würde ich es mal nennen. Ja. Aber ich muss sagen, ich kann super zählen, habe ich gerade wieder bewiesen, ne? 1, 2, 5 oder was? Nein, da geht es so, es sind 5, 1. Ich dachte, das war ein Scherz von dir, aber anscheinend. Wir haben echt schon viel zu lange nichts mehr gemacht, du kennst mich nicht mehr so gut. Muss mal wieder nach Köln. Ja, Herbstferien und so. Hä? Ja, weißt du, arbeitslos und so. Ja, von meiner Seite aus, ich habe ja noch Schule. Ja, stimmt ja. Ja gut, wir waren jetzt hier dabei. Wir brauchen noch einen Hydro... wie heißt denn der? Generator? Den hier? Den Gas Burning Generator. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn jetzt an das ganze Stahl rankommen? Machen. Ja. Oder holst du aus dem Lager? Weißt du was? Ich glaube mir jetzt einfach gerade. Okay. So voll bin ich erstmal. Ey, immer dieser eine Creeper, der mir angezeigt wird. Suche ihn und töte ihn. Wo bist du gerade? 600 Blöcke weit weg. Ah, ich komme gleich vorbei, dann töte ich den Creeper. Bin aber ans Länder. Ja, ist ja noch schlimmer. Also. Okay, das ist auch ein schöner Grafikbug. Was wird denn hier gemacht? Ach, ja, nichts. Okay, ich... ja, ich blicke gerade. Ich nehme jetzt einfach hier mein Zeug raus und bau ab. Brauchst du nicht zufällig ein Stack in, ein Stack Ink 6? Ein Stack? Ja. Was hast du damit vor? Weiß ich nicht. Ich töte die gerade alle. Ach so, ob ich die brauche, ich habe verstanden, ob ich habe. Nein. Dann mache ich mich schwarz, ne? Macht voll Sinn. Ja, wenn ich dann jetzt mal hier die Barren finden würde. Die sind oben, im zweiten Stock, ganz links bei den ganzen Barren. Ach, da. Im zweiter Reihe, ja, ganz rechts. Ja, ich hab's schon. War irgendwie der einzige Barren, den ich mir gemerkt habe, da war. Ja, super. Also eins weiß ich auf jeden Fall jetzt auch schon über Tinkers, wenn ich mir Waffen mache oder generell irgendwas aus dem Derium. Zu heftig? Ey, schau dir einfach mal an, was die in Derium-Waffen für einen Attack-Damage haben. Er schaut jetzt gleich nach. Ja gut. Er hat's gefunden. Kann man mal machen, ne? Ja. Mit dem Cleaver hättest du mich auch gewonnen hättet, ne? Ja, aber ich wollte halt den Rapier haben, weil der einfacher weniger gekostet hatte. Achso, ja, okay. Und halt du diese Durchdringung noch hast. Du verstehst, was ich meine? Jo. Okay, jetzt brauchen wir auch 1, 2, 7 wieder davon. Haben wir davon noch? 2. Okay. Hast du Lust, mir einen Hammer aus dem Menülin zu machen? Weil, nee, aus Enderium? Lass mich überlegen. Ach, Mann. Du, ich hätte nie. Hätte der eine aus Petrochium, wollte später mal so eine Waffe aus Petrochium machen, also so ein Hammer oder so. Aber geht ja leider schlecht. Warum? Petrochium ist disabled. Ernsthaft? Ja. Och Mann. Trotzdem kommt bei mir eine Kopfmaschine hin. Bei mir auch. Ah, womit willst du es machen? Ich baue alles selber ab. Und mit einer Quarry.
Ja, das ist schon ziemlich schwach, ne? Was geht? Also bei mir kommt eine Query, dann komm ich. Ne, ich geh nicht, weil ich hab einen Silk-Touch-Hammer. Gut, ich fahr jetzt hier erstmal dran. Was mir gerade auffällt. Ja. Die Bedrockium-Werkzeuge kann man gar nicht herstellen. Kann man nicht? Nee. Oh. Na gut. Weil das Rezept für ein Bedrockium-Barren bekomme ich angezeigt, aber alles andere nicht. Wie meinst du das jetzt? Also für den normalen Barren bekomme ich es angezeigt, das Rezept, aber für jedes Werkzeug nicht. Kannst du das einschmelzen? Anscheinend nicht, weil ich bekomme ja auch nicht das Rezept für die Flüssigkeit angezeigt. Okay. Na gut. Das wäre nämlich ein bisschen zu OP. Ja. Hast du ja mal angeschaut, du kannst ja auch offiziell laut Mechanismen auch die Unstable irgendwas zu Werkzeug machen. Es geht. Hier nicht. Okay. Weißt du wieso? Ubi? Kann man so sagen. Also das Siegel ist deaktiviert. Oh Mann. Ausgerechnet das Schönste. Ja gut, aber da hättest du auch so viel Scheiße mitmachen können. Gut, der Gas Burning Generator ist fertig. So viel Scheiße kann man damit gar nicht machen, finde ich jetzt. Gut, dann schaue ich jetzt erstmal, ob das hier klappt. Du, bin ich wieder da. WW und willkommen in der Aufnahme. Oh, schön. Wissen deine Zuschauer denn überhaupt, wer ich bin? Ja, natürlich. Ach, mich kennt eh keiner. Bist du sicher? Mhm. Ganz sicher. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, sage ich auch, ich kenne dich nicht, aber rasieren tue ich dich trotzdem. Das mit dem Rasieren habe ich schon aufgegeben. Okay, und ich habe es hier genau falsch umgemacht. Also... Super. Die Outputs sind genau falsch rum angelegt. Ach ja, typisch Dosch. Jetzt aber ist es richtig rum. Oh, hier habe ich Fusch am Bau entdeckt. Na, oben bei deiner Hütte, da gibt es ja noch mehr Fusch, ne? Da musst du wenigstens mal Flatterband spannen. Nee, das ist Quatsch. Keine Absturzsicherung. Dann laufen alle auf deiner Baustelle ohne Helm rum. Ey, was geht denn? Ist das eine Baustelle? Auf, sonst krieg ich noch Probleme mit meinem Amt. Ja. Kommen sie vorbei, ne? Und dann kriegst du erstmal einen richtigen Anpfiff. Na gut, ich mache jetzt erstmal weiter. Ich brauch dann noch ein bisschen mehr Strom. Einmal das jetzt angetrieben. Boah, das ist wundervolle Geräusche. Gut, aber ich kann jetzt hier mit der Erzverdreifachung anfangen. Mach das allererste Eisen. So Eisenprobleme? Oh ja. Dachte, du fängst mit Gold an, so Goldprobleme. Ja. Ja, nee. Jeder hier. Ach, das wird dir sogar angezeigt, was welche Farbe ist. Das finde ich halt cool. Output. Input. Output. Wow, woher weißt du das? Das war jetzt nur geraten. Ah, okay. Nach so viel Input muss ja auch mal irgendwann irgendwo was rauskommen. Ja gut, da hast du recht. Natürlich habe ich das richtig vergessen, Auto-Eject.
Genial. Genial. Na, ich hab dann echt drauf, ne? Ne, ich kenn dich da anders. Ich bin der Beste von der Besten, aber von hinten. Ja. Du wirst der Allerbeste sein. Wie keiner vor mir war. Gott. Ey, komm, damit hättest du jetzt echt rechnen müssen. Ich erinnere mich nur damit, als hier Pokémon X rausgekommen ist. Oh Gott. Ich hab gerade so, ich weiß nicht, ich musste mir gerade so ein bisschen Blut aus dem Ohr wischen. Was hast du nochmal gesagt? Ist nicht dein Spiel, oder was? Nee, überhaupt nicht. Ich bin auch nicht die Generation, die mit Pokémons aufgewachsen ist. Bist nicht allein. Ah, ich lieb dich sehr, sehr einfach. Hab's ja noch nie gecheckt. Ganz einfach, du nimmst deine Haustiere und crasht sie in einen kleinen Tennisball rein. Weil das arme Haustier. Und dann, wenn du es ganz lieb hast, dann schmeißt du den Ball, dann kommt wieder rausgeschissen und dann kannst du das um Leben und Tod. Funktioniert das auch in der Realität? Kannst du mal versuchen, ich schau noch deinen Hamster an so einen Tennisball sitzt oder so. Ich wollte gerade fragen, die Frage aller Fragen ist ja, wie viele Hamster bekommt man an einen Tennisball? Das ist ja so eine essentielle Frage, die müssten wir eigentlich mal klären. Also alternativ könnte man es mit dem Schäferhund versuchen, ne? Das wird sicherlich interessant, obwohl ich da eher die Befürchtung habe, ne, das geht dann eher andersrum, ne? Also so Tennisball in den Hund. Und ihr wisst ja, was da hinten rauskommt. Ne? Oh Gott. Ja, nicht, was ihr jetzt denkt, ein Golfball, was sonst? Ey, ich kack grad ab. Weil ich glaube, wenn du das dann alles so richtig machst, dann gehst du dann wieder voller Brieffreundschaft mit der Peter. Ja. Die haben mich dann alle fürchterlich dolle lieb. Na gut. Gut, soviel auch zu diesem Thema. Also ich glaube, ich habe schon mehr Tiere gehabt als viele andere Leute und meine sind alle meistens eines natürlichen Todes an Altersschwäche gestorben. Ach, nicht durch einen Tennisball? Nein. Ich habe ja gesagt, ich bin noch eine Generation, die ohne Pokémons aufgewachsen ist. Da hatten wir noch nicht so eine Flausen in der Birne. Da gab es nur so eine Bohrmaschine mit Hamstertronic, falls einem was das sagt. Hamstertronic? Mhm. Sag mir ehrlich, das war mal so eine gettige Zeichnung und dann hast du gesehen, so in der Bohrmaschine war so ein kleines Laufrad drin mit dem Hamster. Hamstertronic. Okay. Wollten wir jetzt aber auch erstmal in der Aufnahme machen. Wir kaufen uns jetzt einmal einen Filler. Weil es hier Leute auf dem Server gibt, die eindeutig zu faul und zu arm sind. Wofür? Entschuldigung. Zum Craften. Aha. Also ich habe gerade schon mal angefangen mit dem Fellerbau, da kann es sich noch ein paar Stunden handeln, weil das ja so unglaublich schwer ist. Ja, das ist eine harte Sache. Da braucht man mindestens. Das hat der Hund mit dem Tennisball auch gesagt. Oh Gott. Das Niveau muss weg. Welches Niveau? Also es kann nicht mehr sinken. Kann nur noch besser werden, ne? Okay, dann gehen wir einmal nach oben. Also bitte, Dominik, nenn die Aufnahme niveaulose Aufnahme. Genau. Ah ne, mir fällt ja schon mal ab. Hier ist ein Schmetterling rumgeflattert. Ich glaube, ich weiß mal so ungefähr, wie ich sie nenne. Wie kriegt man einen Hamster in einen Tennisball? Dann würde ich sie lieber Pokémon für Anfänger nennen. Ja, ich glaube, so mache ich es. Danke für die Pokémon Idee. Pokémon für Anfänger und dann gibst du gute Tipps. Tennisbälle, Haustiere. Die Eltern werden dich dafür lieben. Oh ja. Ich glaube, das würde auch dann. Also, ich glaube, das müsste dann auch zum Webvideo-Day nominiert werden, oder? War da nicht mal irgendwas? Irgendwie so. Nächste Woche kommt das Tutorial, wie mache ich aus meiner Schildkröte eine Bassbox?
Ach du Schande. Elf Video musst du aber auch ab 16 einstufen, ne? Ich glaube, da kommst du mit 16 nicht mehr ganz hin. Okay. Gut. Okay, ich mach noch den. Wow, das verrennt nochmal weg. Okay, ich mach den Filler noch zu Ende. Und dann hört er schon mit der Aufnahme auf, weil jetzt langsam geht mir die Lust irgendwie weg. Muss ich vielleicht später nochmal was machen. Du nur noch raus aus der Nummer, ne? Schaffst du nicht mehr. Ja, ich hab jetzt. Also, hier ist eben der Gerichtsvollzieher angekommen. Wollte wegen einigen Klagen schon mein ganzes Geld kassieren. Heißt der Gerichtsvollzieher Eltern? So ungefähr. Ah. Okay, jetzt mache ich noch erst recht ganz schnell, weil mein Vater gesagt hat, dass ich vorne da was habe. Gut, das und das. Und dann Filler ist fertig. Ich stelle bei mir auf und würde sagen, die Folge ist heute vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.